Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder im wunderschönen Ahrtal und wir sind wieder am Campingplatz zur Burgwiese. Ja, ich habe den Namen endlich drauf, im Gegensatz zu dem Video von vor 3 Jahren. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn dieses Videos? Habt ihr zwar schon zum Teil gelesen, aber mehr Informationen gibt's wann? Nach dem Intro. Wie ihr ja wisst, sind wir eigentlich mindestens einmal im Jahr im Ahrtal und wenn alles möglich ist, fahren wir natürlich hier zum Campingplatz zur Burgwiese nach Maischoss. Wir haben eine Historie. 2019 haben wir zum ersten Mal den Platz vorgestellt und haben ja schon gesagt, wird dieser Platz geschlossen? Ja, nein. Wir hatten den SWR animieren können, hier mal einen Bericht zu machen. Es gibt immer viele Zeitungsartikel. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn jetzt der Sachstand? Was passiert jetzt mit diesem super tollen Platz in den wunderbaren Weinbergen? Wir haben mit Guido gesprochen. Der konnte uns ein paar Informationen liefern, ne? Konnte er uns Informationen aber auch wirklich liefern, Stefan? Ja, so halb. Also es ist so, dass keine richtige Entscheidung getroffen ist. Das heißt, die Schließung ist noch nicht vom Tisch. Aber es verlängert sich halt. Jedes Mal, wenn es keine Kündigung, also spezifisches Kündigungsschreiben gibt, verlängert sich das Ganze um wieder ein weiteres Jahr. So auch in diesem Jahr wieder. Es ist im Prinzip bis Ende 23 jetzt verlängert worden, automatisch. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ne, wie es hier weitergeht, 23 oder Ende 23. Genau, was wirklich schade ist, weil ihr wisst ja, letztes Jahr die Flut, das hat natürlich auch den Campingplatz betroffen. Das heißt, auch hier sind Schäden, die dringend repariert werden müssen. Aber die sind im sechsstelligen Bereich. Das ist einfach nur mal so, auf so einem, bei so einer Flutkatastrophe. Und das, die gute Frage ist, wer soll da wirklich ein Invest machen, wenn es dann wirklich heißt, nach 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren ist Feierabend. Da investiert keiner mehr im sechsstelligen Bereich. Genau. Die Petition läuft natürlich weiter. Also das bleibt weiterhin offen. Und man kann natürlich auch weiterhin hier seine Stimme abgeben, dass man zu dem Campingplatz steht und weiterhin eine Unterstützung bietet. Auch Fördergelder nach dieser Flutkatastrophe sind bereit, bewilligt. Das heißt, sie dürfen theoretisch abgerufen werden. Problem ist bloß, willst du jetzt Steuergelder verschwenden, um halt dementsprechend natürlich in einem Jahr oder so das Ganze wieder abzureißen. Da sind die Betreiber natürlich auch so fair, dass sie sagen, nein, auf gar keinen Fall, das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine Klärung haben. Wenn wir auf 5 Jahre zum Beispiel einen Pachtvertrag bekommen, dann haben wir wenigstens wieder was, womit wir kalkulieren können. Dann können wir Investitionen tätigen, dann können wir modernisieren und ein bisschen was schöner machen. Aber solange das nicht, die Entscheidung nicht getroffen wird, ist es natürlich etwas schwieriger. Genau, damit ihr mal so einen kurzen Einblick habt, wie viele Leute schon unterstützt haben. Über 5200 Leute haben schon eine Unterstützerunterschrift gemacht. Cool. Gerne noch bitte mehr, weil dieser Campingplatz braucht es dringend. Ungefähr 90% selbst der Maischosser Einwohner haben dieses unterstützt. Und warum es so dringend notwendig ist, dass dieser Campingplatz erhalten wird, das haben wir euch gleich. Wir blenden euch jetzt einfach mal ein paar Bilder ein, die wir euch zusammengeschnitten haben, jetzt im wunderbaren Ende Oktober, in der herbstlichen Zeit, wo alles so bunt ist. Also so eine Buntheit, so eine Vielfalt an Farben ist unfassbar schön. So, was habt ihr noch nie gesehen? Nee, das stimmt. Also die Weinreben färben sich natürlich mega gut. Und also, wir haben wunderbares toll. Feedback aus erster Hand, die nämlich jetzt in der Mosel waren, die ist auch eine wunderbare Region ist. Da ist es eher gelblich. Aber dieses Rot, dieses Orange, also diese Farbenpracht. Es sind alle Farben. Es fehlt eigentlich nur noch Blau und Lila und dann hätten wir den kompletten Regenbogen dabei. Aber naja, die Natur kann eigentlich Blau ja nicht machen. Was wir sagen müssen, warum ist es so dringend notwendig, außer dass natürlich das, was ihr euch gezeigt habt, warum der Platz bleiben soll. Wir blenden euch jetzt mal ein Bild ein von dem Wohnmobilstellplatz in Maischoss. Über oder ca. 100 Wohnmobile stehen da. Also so viele Leute wollen an so einem Wochenende einfach ins Ahrtal kommen. Es gibt keine Plätze mehr. Rech ist komplett weg.
alten A hat auch nichts. Es wird ein bisschen was in Bernau gemacht, aber das ist minimalistisch. Und Leute, die natürlich mit dem Wohnwagen kommen, die haben gar keine Möglichkeiten. Deshalb ist es so dringend notwendig, dass so ein Campingplatz wie der hier zur Burgwiese erhalten bleibt. Deshalb geht auf diese Online-Petition, gebt auch eure Unterschrift ab, damit von extern noch Leute dazukommen. Wir werden weiter da am Ball bleiben. Wir werden auch nochmal mit der Verbandsgemeinde natürlich in Kontakt treten. Das werden wir aber erst so 23 machen, noch nicht in der aktuellen Zeit, weil da tut sich gerade nichts. Aber 23 ist ja das wichtige Jahr. Genau, was vielleicht entscheidet jetzt sich dann noch mehr. Mal gucken. Ja, weil da kann man viel machen. Und wenn man sieht, es kommen zig Leute mit dem Wohnmobil an und die wollen natürlich einen Platz haben. Und das geht nur, wenn es Stellplätze gibt, wenn es Campingplätze gibt. Und Campingplätze, ja, haben wir einen wunderbaren im Ahrtal. Deshalb wäre es auch schön, wenn der bleiben würde. So, wir haben, glaube ich, viel erzählt. Wir haben euch einiges gezeigt. Jetzt am Schluss zeigen wir euch wunderschöne Szenen aus dem Ahrtal nochmal, wie es gerade super aussieht. Kommt her, kommt auf den Campingplatz zu Boden. Genießt die Stimmung, gibt eure Gelder bzw. Genau, gibt das Wichtigste, gibt euer Geld. Ja, nein, kauft hier dementsprechend die Güter, Weine und geht essen und so weiter. Das unterstützt natürlich die Leute hier vor Ort ungemein. Also das brauchen die. Die brauchen wieder uns Touristen. Wir müssen wieder da sein, damit es hier weitergehen kann. Weil vom Vorderstart, auch wenn ab und zu mal was funktioniert, zu 99% nichts funktioniert. Also es kommt wieder auf uns Camper an. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Genießt das Leben und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. I couldn't sleep last night. My mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us I'm awake and because of what I'm feeling. And that love's a fooling game. I don't want you to be crying tears of pain. Even though it feels like I'm close to you, but still so far away. I kiss you, but not in the same way. Something I am missing, missing.